Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zusammen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre die Hannover Messe bei einem Rundgang angeschaut. Norwegen ist dieses Jahr Partnerland der Messe. Beide Regierungschefs betonen in einem anschließenden Statement die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Für einen erfolgreichen Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft müssen wir zusammen an Wasserstoff und erneuerbaren Energien arbeiten. Ich hoffe, dass die diesjährige Hannover Messe Norwegen und Deutschland zu noch engeren Partnern macht. Partner und Freunde müssen in herausfordernden Zeiten in allen Bereichen noch enger zusammenarbeiten. Die Messe ist laut den Veranstaltern die wichtigste Industriemesse der Welt. Mehr als 4000 Unternehmen stellen dort Konzepte zur Elektrifizierung, Digitalisierung und Automation vor.